Jo, hi Basti, schön, dass du hier bist beim Goodbye Matrix Podcast und ja, bei uns auf dem YouTube-Channel von Goodbye Matrix. Dich als Zuschauer jetzt ja, herzlich willkommen. Ich habe den Bastian Barami heute dabei und der Bastian ist ganz bekannter digitaler Nomade mit seinem Blog Office Flucht. Der hat damals gestartet mit Amazon FBA Business und heute wollen wir so ein bisschen über das Thema ja, Einkommen sprechen als ortsunabhängiger Unternehmer bzw. digitaler Nomade. Was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, um Geld zu generieren von unterwegs aus? Und der Bastian hat da eine ziemlich coole neue Idee, und zwar, dass man über Immobilien das machen kann. Darüber reden wir jetzt in diesem Gespräch. Aber vorab, Bastian, vielleicht wäre ganz cool, wenn ich einmal kurz vorstellen könntest. Vielleicht kennt dich ja noch nicht jeder. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Bastian Barami, ich bin 33 Jahre alt und wie schon erwähnt, ich betreibe den Blog officeflucht.de und da geht es halt übergeordnet um alles, was mit ortsunabhängigem Arbeiten, selbstbestimmtem Leben und digitalem Nomadentum zu tun hat. Und da berichte ich halt über verschiedenste Businessmodelle, die einem ermöglichen, eben online und ortsunabhängig zu arbeiten, aber eben auch viele Geschichten wie so Lifehacks, die eben ortsunabhängiges Leben irgendwie vereinfachen. Und ja, das Ganze ist mittlerweile seit 3 Jahren aktiv und habe eben auch auf vielen Konferenzen gesprochen und bin halt ursprünglich so ein bisschen bekannter geworden durch dieses Thema Amazon FBA, das vielleicht der eine oder andere von euch kennt, aber nur noch mal ganz kurz zur Erklärung. Also FBA steht für Fulfillment bei Amazon und das bezeichnet eigentlich die Möglichkeit, physische Güter zu verkaufen auf dem Marktplatz von Amazon, sodass Amazon das Ganze eben für einen logistisch abwickelt. Also man kann dann zum Beispiel ein Hersteller irgendwo auf der Welt, meistens ist dann halt Asien, haben, der dann halt die Ware unmittelbar ins Amazon-Lager schickt. Und wenn halt jemand auf dem Marktplatz von Amazon meine Ware bestellt, dann kann das Ganze eben von den Angestellten von Amazon einfach aus dem Regal genommen werden, verpackt werden und verschickt werden. Und dementsprechend ist es halt völlig egal, wo man sich selbst aufhält. Das habe ich halt für etwa 3 Jahre gemacht und war halt so der Erste in Deutschland, der das Thema auf Deutsch eben auch behandelt hat und darüber geschrieben hat. Und dementsprechend habe ich dann hinterher auch extrem viele Workshops zur Thematik gegeben. Aber ich glaube, das, was viele digitale Nomaden oder ich sag mal Freiheitsliebende vereint, ist eben, dass man relativ impulsiv ist und ungern irgendwie Dinge sehr, sehr lange macht, weil man irgendwie halt auch immer offen bleibt für die Impulse, die man bekommt von Leuten, die man auf Reisen kennenlernt oder grundsätzlich Geschäftsideen gerne exekutiert. Und für mich war es dann mit der Zeit einfach so ein bisschen zu, ich sag mal, zu sinnbefreit, einfach ein Private Label Produkt zu sourcen, Logo drauf klatschen und so nach mir die Sinnflut. Das hat für die ersten 3 Jahre sehr, sehr gut funktioniert und auch zum Ende hin noch, aber ich habe die Brand dann halt verkauft und war ein super Vehikel, um in diesen Lifestyle zu starten. Aber natürlich gibt es da ganz, ganz viele verschiedene Geschäftskonzepte, mit denen man das Ganze erreichen kann. Und über ein neues, das ich jetzt eben seit einer Weile mache, da sprechen wir heute drüber. Ja, ziemlich interessant. Ich habe noch mal eine kurze Frage da an dich. Was hältst du von Dropshipping? Hast du das auch schon mal gemacht Ja. oder hast du das nur bei Amazon und Ja. FBA? Also ich habe ganz zu Beginn ein bisschen laienhaft Dropshipping gemacht, bevor ich noch mit Amazon angefangen habe. Das Ding ist, vor 3 Jahren, da war die ganze Infrastruktur für Dropshipping halt noch nicht so ganz gegeben, wenn man jetzt insbesondere vielleicht vorhatte, Kunden in Deutschland zu haben. Wenn man das Ganze unmittelbar in den Staaten machen wollte, wo das schon ein sehr, sehr großes Thema war, wo es aber dementsprechend natürlich auch eine größere Konkurrenz gibt, dann hat das aber noch ganz gut funktioniert, weil Dropshipping eben auch ein Begriff war, der den ganzen Großhändlern eben ja, also ein Begriff war. Und also soll ich noch mal kurz Dropshipping an sich erklären, den Unterschied? Ja, sehr gerne. Also bei Dropshipping ist es so, dass ich keine eigenen Produkte haben muss, sondern dass ich quasi mir Großhändler suche, die schon fertige Produkte anbieten, ich mir einen Online-Shop aufbaue und quasi deren Produkte in meinem Shop anbiete, noch bevor ich die irgendwie selber kaufe. Sprich, ich verhandle vorher mit den Großhändlern Preise und dass sie eben auch einzelne Einheiten an mich verkaufen. Und diese, weil es für die ja keinen Unterschied macht, ob die es zu mir schicken oder zu irgendeinem meiner Kunden, so dass ich halt überhaupt gar keinen Warenkontakt habe, also auch ortsunabhängig machbar, dass ich quasi, sagen wir zum Beispiel, ich kriege, keine Ahnung, ich habe jetzt hier gerade ein Glas stehen, ich kriege irgendwie so ein Sechser-Set, schöne Kristallgläser meinetwegen, kriege ich im Einkauf für, sagen wir, $5, ja, und ich würde die in meinen Online-Shop packen für $15. Und das heißt, sobald der Kunde dann halt für $15 meine Gläser bestellt, zahle ich die $5 an den Großhändler und der verschickt sie dann halt an den Kunden, der bei mir bestellt hat und ich kann mir dann halt $10 einstecken. Also auch ein sehr, sehr smartes Konzept an für sich. Aber das Ganze war halt für den deutschen Markt nicht so leicht abbildbar, wie es jetzt in Amerika der Fall war.
Und ich war halt so am Beginn meiner Selbstständigkeit und da ist man dann halt so ein bisschen overwhelmed so mit allem. Und deshalb habe ich halt erstmal entschieden, das Ganze in Deutschland zu machen. Und da war FBA schnell, als ich dann auf den Trichter gekommen bin, irgendwie für mich unkompliziertere Lösung und eben auch durch die Reichweite, die man eben hatte, viel, viel lukrativer, weil Amazon, das sind ja Millionen Menschen jeden Tag auf dieser Plattform und man musste insbesondere vor 3 Jahren eigentlich gar kein externes Marketing nutzen, um ja eben eine gute Reichweite zu haben und gute Sales zu generieren, wohingegen man mit Dropshipping natürlich irgendwie einen eigenen Online-Shop braucht und dann eben bei Google gut ranken muss und sowas. Und das ganze SEO-Thema ist dann eben nochmal eine zusätzliche Baustelle und das war halt für mich irgendwie auch alles so ein bisschen zu viel, um das so richtig vernünftig zu fahren. Aber jetzt ist es so, dass Dropshipping eigentlich auch wieder ziemlich interessant wird, dadurch, dass Instagram und Facebook-Marketing einfach enorm gut gerade für so Lifestyle- und Trendprodukte funktionieren. Also ich kenne selber einen Typen, der brutal, brutal viel Geld damit macht, dass er halt aus China wirklich so immer so diese, der ist halt immer so einer dieser First Mover, der erkennt halt irgendwelche Trends, die sich halt so in Amerika abzeichnen und verscherbelt die Dinger dann halt in die ganze Welt und ballert halt jeden Tag echt krasses Geld auf Facebook und Instagram-Ads raus. Und das funktioniert einfach gut. Und so ist es halt viel, viel leichter eigentlich auch Leute zu erreichen und tatsächlich auch günstiger, als auf Google jetzt irgendwie Werbung zu schalten, weil auf Google sieht Werbung auch irgendwie immer abturnender aus als auf Instagram zum Beispiel. Und Google Ads sind eben auch viel, viel teurer als Social Media Ads. Ja, aber gerade durch die ganzen Social Media Marketing Kanäle ist Dropshipping definitiv wieder ein Thema, das ja, neuerdings wieder ziemlich am Boom ist. Ja, das ist ein super interessantes Thema, finde ich auch. Und da gibt es ja verschiedenste Konzepte, wie man auch als ortsunabhängiger Unternehmer Einkommen generieren kann, ob es jetzt Amazon FBA ist, Dropshipping, eigene digitale Produkte, die man vertreibt, was halt für viele dann wieder ein bisschen schwieriger ist. Aber ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ja, du hattest mich jetzt letzte Tage angeschrieben und hast mir dein neues Konzept vorgestellt und beim Thema Immobilien. Und das finde ich halt super interessant, weil so wie du mir das erklärt hast, ist es halt anscheinend auch für Leute möglich, die jetzt nicht so wirklich mega viel Geld haben. Also man denkt ja jetzt, wenn man halt Immobilien, wenn man damit starten will, dann brauche ich ja irgendwie Startkapital von 100, 200.000 Euro vielleicht, um mir eine Immobilie zu kaufen. Aber das ist ja jetzt ein Konzept, wo es darum geht, wir mieten eine Immobilie und die wird dann halt und über Airbnb oder wie auch immer weitervermietet. Vielleicht kannst du es mal einmal erklären, wie dieses Konzept grob funktioniert. Ja, also grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, Immobilien sind halt ein sehr konventionelles Geschäftsmodell, das in der Regel einhergeht mit viel nötigem Kapital, viel Zeitaufwand und eben auch ortsunabhängig in der Regel, ne? Und deshalb hat es dieses Stigma und wirkt zwar als etwas, das attraktiv ist, weil Immobilien natürlich eine gute Wertanlage auch sind, aber eben also mit einer hohen Einstiegshürde. Und das Ding jetzt bei dem Ansatz, den ich verfolge, ist, also gerade weil man, ich drehe den Spieß nochmal ein bisschen um und zwar, du bist auch verdammt viel unterwegs und wir kennen halt ganz viele Leute, die eben auch ortsunabhängig unterwegs sind. Und es ist einfach auch immer zeitintensiv und so ein bisschen nervtötend, wenn man jetzt viel unterwegs ist, immer wieder nach neuen Airbnbs zu recherchieren, damit man nicht in einer totalen Bruchbude landet, ne? Und deshalb und das ist uns definitiv auch schon passiert, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es bei dir auch der Fall ist. Und Auf jeden Fall. deshalb ist es einfach so irrsinnig, jedes Mal wieder diesen Aufwand zu betreiben. Und ich dachte mir, wenn ich so viel unterwegs bin und mit der Zeit kristallisiert sich für die meisten ortsunabhängigen arbeitenden Leute aus, dass sie doch irgendwie so mehr oder minder also eine Homebase schon gerne hätten oder verschiedene eben. Also die meisten leben so diesen Gedanken von Multilokalität, weil sich eben herauskristallisiert, so an welchen Orten man sich so am wohlsten fühlt. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt gerade auf Bali, Thailand liebe ich total und Medellin in Kolumbien, das sind so meine Top 3. Jetzt habe ich natürlich auch noch nicht die ganze Welt gesehen, auch wenn ich schon relativ viel rumgekommen bin. Aber ich dachte mir, warum drehe ich den Spieß nicht um und baue mir quasi genau auf diesem Gedanken basierend international mehrere Homebases auf, ohne die jetzt kaufen zu müssen. Also quasi, dass ich long-term, genau wie ein Local halt miete, die Wohnungen einrichte, sodass ich mich da eben auch wirklich drin wohlfühle, weil die meisten Airbnbs sind halt einfach nur zweckmäßig eingerichtet. Also in Medellin zum Beispiel, alter Schwede. Da sind die Sofas alle aus einem krassen Kunstleder und so, dass es so aussieht, als wüssten die schon ganz genau, dass sie die Hinseher abwischen müssen und sowas. Da kann man sich auf jeden Fall nicht sonderlich wohlfühlen. Und deshalb ist das halt mal so mein Ansatz, dass ich halt A versuche,
mir Homebase aufzubauen, in denen ich mich wirklich heimisch fühle und dass dementsprechend auch Gäste können, ja, und ich diese dann eben gewinnbringend, weil die eben herausstechen durch das Interior Design und so, dass es eben hochwertiger ist und gemütlicher, dass ich diese eben gewinnbringend vermiete, während ich selber nicht da bin. Und so, dadurch, dass ich es nicht kaufen muss, habe ich A, nicht so viel Kapital gebündelt, denn das Ding ist halt, die meisten Leute, also ich rede halt viel über diese Thematik und habe das jetzt in den letzten Wochen eben viel behandelt, auch mit Leuten, die ich auf Reisen kenne und kennenlerne. Und die Leute sind halt alle irgendwie so voll getriggert von diesem Thema, weil es einfach so ein einfach unkonventioneller Ansatz ist, ne? Denn jeder wohnt ja irgendwo, aber das dann eben auch direkt auf dieser Basis, ohne selber Eigentum besitzen zu müssen, zu einem Income Stream zu machen, das finden die Leute halt spannend, weil das Ding ist halt, dass bei Airbnb es haufenweise Listings gibt. Mittlerweile ist es so eine bekannte Plattform, dass so viele Leute dort selber nach Unterkünften schauen und jeder kann eben auch vermieten. Ne? Und die meisten machen es eben sehr, sehr laienhaft und denken da halt auch immer noch, dass es zeitaufwendig ist. Das ganze Messaging und Schlüsselübergabe und Reinigung. Aber es hat sich halt um diese Plattform mittlerweile ein riesengroßes Ökosystem gebildet, an Dienstleistungen und Tools, die ich dann eben auch nutze, um das Ganze halt zu über 90% zu automatisieren. Also ich verbringe halt mit meiner Bude jetzt zum Beispiel in Thailand nicht mehr als 10 Minuten die Woche. Und das ist jetzt auch nicht reißerisch oder so, das ist einfach Fakt, weil ich halt das Einzige, was ich mache, ist, die ein oder andere Nachricht zu beantworten, die jetzt nicht durch eine automatisierte Vorlage, die automatisch an die Gäste verschickt wird, beantwortet werden kann. Und das fängt halt an von einer Buchungsanfrage, da kriegen die Leute eine automatisierte Antwort. Bei einer Direktbuchung bekommen sie eine andere. Einen Tag vor der Ankunft bekommen sie Instruktionen. Dann am Tag nach der Ankunft, hey, ist alles okay? Ne? Und dann hinterher nach einer Bewertung fragen und sowas. Also all diese Sachen. Oder wenn jemand nach dem Wi-Fi-Passwort fragt, kann man da so Hashtags setzen, dass wenn das Wort Wi-Fi oder Internet vorkommt, dass sie dann automatisch dann zum Beispiel so die Zugangsdaten zugeschickt bekommen und sowas. Und deshalb, ich habe zum Beispiel auch die Möglichkeit, gekoppelt an den Kalender, also quasi, wenn jetzt jemand auscheckt, dass dann automatisch eine Push-Notification per SMS oder per E-Mail an meine Putzfrau oder meine Reinigungskraft eben geht oder eben an den Hausmeister. Man kann sich quasi in verschiedenen Tools, die es gibt, so Teams aufsetzen, dass man hinterher halt wirklich selber kaum etwas zu tun hat. Und das ist eben so der Ansatz, den ich verfolge, dass ich mir jetzt quasi international verschiedene Homebases aufbaue und das Ganze natürlich auch, also unabhängig davon, was meine drei Lieblingsorte sind, ja, Hintergrundgeräusche, sorry, was meine Lieblingsorte sind, dass ich da das Ganze eben auch krass skalieren möchte und halt wirklich denke von 50 Apartments und mehr, ne? Und da ist einfach unglaublich viel Potenzial dadurch, dass sowas wie E-Commerce natürlich auch immer so sehr, sehr trendbehaftet ist, ne? Und die meisten Produkte halt irgendwie so eine Halbwertszeit von einem halben bis einem Jahr haben und man sich dann eben wieder neu orientieren muss. Und bei Immobilien ist das einfach nicht der Fall. Ja, was ich auch so geil finde an diesem Konzept ist, dass man ja, wenn man jetzt als ortsunabhängiger Unternehmer unterwegs ist, muss man ja relativ viel Geld halt auch aufwenden für die Unterkünfte, wenn man was Schönes haben will. Ist ja ganz normal. Und wenn ich jetzt aber lokal mir was miete, dann kann ich natürlich auch auf die Preise zurückgreifen, die halt Einheimische zahlen. Und das ist teilweise ja nur noch ein Bruchteil. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich bin gerade auf den Philippinen, ich habe mich gestern mit ein paar Auswanderern unterhalten, die zahlen so in der Regel für ihr 80 Quadratmeter Apartment, auch mit Poolzugang so 15.000 Pesos im Monat, das sind so, weiß ich nicht, 250 Euro vielleicht, ja. Und das sind gute Immobilien, das sind jetzt nicht irgendwelche Bambushütten oder sowas, die man sich dann da mietet, sondern halt neuwertige Apartments. Und wir haben uns auch mit verschiedenen Immobilienhändlern da unterhalten. Und das ist natürlich auch total geil, dass wir das dann so günstig, kann man sich eine Homebase aufbauen und wenn man halt vor Ort ist, kann man die nutzen. Ja. Man kann ja die Leute, man kann das ja sperren dann über Airbnb und kann die Immobilie selber nutzen. Und wenn man weg ist, hat man die halt vermietet. Genau. Und das Ding ist ja auch, dass wenn du jetzt ganz konventionell vorgehst und du würdest sagen, okay, ich habe jetzt 100.000 Euro unterm Kopfkissen liegen und denkst darüber nach, dir halt eine Immobilie zu kaufen, wo du in den meisten Metropolen in Deutschland vielleicht eine Einzimmerwohnung für bekommst, dann bist du eben auch so viel zu limitiert und zu gebunden. Du hast keinerlei Flexibilität. Du musst halt echt erstmal das ganze Ding für eine ganze Weile vermieten, bis du überhaupt wieder break-even bist. Wohingegen, wenn du jetzt zum Beispiel diese 100.000 Euro hast, mal abgesehen davon, dass du definitiv keine 100.000 Euro brauchst, um damit zu starten, das geht halt viel, viel geringer, ist es ja auch so,
dass wenn du jetzt diese 100.000 Euro nimmst und stattdessen mehrere Airbnbs aufbaust, dann hast du ja einen unmittelbaren Cashflow, statt erstmal in dieser Situation zu sein, wo das ganze Geld erstmal reinkommen muss, ne? Und das ist eben auch ein super spannender Aspekt. Und gerade auch, weil man ja vielleicht auch sagt, ich möchte im nächsten Monat oder im nächsten Jahr stattdessen dort mal ein paar Monate verbringen und dort leben oder da irgendwas aufbauen. Du bleibst halt flexibel, ne? Ich mache das Ganze so quasi auf Jahresbasis, ne? Dass ich Long-Term auf Jahresbasis Apartments miete und diese dann eben einrichte. Und das rentiert sich eben von den Einrichtungskosten so im Schnitt nach 4 bis 5 Monaten. Ich meine, es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie hoch der Mietpreis ist und natürlich auch, wie viel man reinsteckt und wie viel, die Unterschiede sind natürlich von Land zu Land auch ein bisschen unterschiedlich, ne? Aber es geht ja auch gar nicht darum, dass man das jetzt nur auf Reisen machen muss. Es gibt sicherlich auch viele Leute, die euren YouTube-Channel sehen oder den Podcast hören, die vielleicht gar nicht so sehr die Intention haben, selber so viel zu reisen. Das Ganze kann man natürlich genauso gut in Deutschland machen und da hat man dann halt mit einem Apartment ein schon mehr als gutes Nebeneinkommen. Ich denke, das ist einfach ein unglaublich spannendes Modell, weil man gerade zum Beispiel auch auf der Airbnb-Plattform gibt es auch die Möglichkeit, Co-Hosts anzulegen. Sprich, ich könnte auch jederzeit selber zum Co-Host werden, wenn ich selber grundsätzlich ein Listing habe. Ich könnte theoretisch, es gibt einen Marktplatz quasi für Co-Hosts. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt in Ubud, in Canggu zum Beispiel, Ubud in Bali zum Beispiel und hätte da eine Airbnb. Und möchte aber, dass jemand zumindest die Gäste irgendwie auch wirklich willkommen heißt, so, ne? Die Tür aufmacht, denen ein bisschen was zeigt, Schlüsselübergabe, ne? Und dass es ein bisschen persönlicher ist. Ich kenne aber zum Beispiel jetzt irgendwie dann keine Balinesen, ne? Also ich schon, aber jetzt in dem Fall nur rein hypothetisch, dass ich dann auf dem Airbnb-Marktplatz andere Airbnb-Hosts finden kann, die sich als Co-Host bereit erklären, halt gegen eine kleine prozentuale Marge, das alles für mich zu übernehmen, dass ich das komplett passiv betreiben kann. Nur dafür, dass ich halt einen kleinen Obolus abgebe an diese Person. Und ich kann natürlich aber auch selber Co-Host werden für andere, müsste aber halt theoretisch selber Host sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel simpel starten möchte, um mir einfach ein kleines Nebeneinkommen zu verdienen, sag mal, ich bin in Berlin, ja? Sag mal, ich bin in Berlin. Hab keine Bude, die ich vermieten möchte. Ich will selber drin wohnen, aber ich kann trotzdem meine Bude online stellen, ja, so quasi so als ein Dummy-Listing. Nur Buchungsanfragen, ja, oder blocke den ganzen Kalender, dass einfach niemand buchen kann. Aber ich bin dann quasi eligible als Co-Host, ja, und kann dann zum Beispiel in Berlin ist es zum Beispiel so, dass du im Schnitt pro Woche als Co-Host basierend jetzt auf einem prozentualen Anteil von 10 bis 15%, der üblich ist, kann ich zumindest pro Woche irgendwie 200 Euro damit verdienen, dass ich halt nicht mal das Ding putzen muss, sondern so Messaging übernehme. Ich habe dann halt Zugriff auf das Listing, Messaging, Buchungsanfragen, Tür aufmache, sonst was. Das sind ja ganz, ganz wenige Stunden pro Woche, ne? Die man dann für sowas braucht. Weil das ist ja kein Fulltime-Job. Und so kann man zum Beispiel auch Airbnb nutzen, um einfach ein cooles Nebeneinkommen zu starten, ne? Also da gibt es echt unglaublich krasse Möglichkeiten, die sich um diese ganze Plattform bilden. Und die sind halt ähnlich ambitioniert wie Amazon, dass sie halt nicht nur irgendwie Buden anbieten wollen. Mittlerweile gibt es ja auch verschiedenste Experiences, so Trips und Tagestrips und Touren und sowas, die man auf Airbnb buchen kann. Und das Ziel ist tatsächlich von Airbnb, dass die gesamte Reiseerfahrung, sprich, dass man auch Flüge und alles dort buchen können wird. Deshalb, man ist quasi noch so ganz am Anfang dieser Plattform und das Ganze wird halt in den nächsten Jahren noch enorm nach oben gehen. Ja, das ist ziemlich cool, was du da sagst. Das wusste ich auch noch gar nicht mit diesem Co-Host, dass man da sich eintragen kann. Das ist ja für voll viele Leute auch, die jetzt, sag ich mal, irgendwo sind, ja, können sich ja dann auch rein theoretisch als Co-Host eintragen und können dann dort, wenn sie länger bleiben wollen, sich Nebeneinkommen verdienen. Ist ja gerade für viele Leute richtig schwierig, ja, die starten und die sagen, okay, ich werde jetzt vielleicht mal Texter oder irgendwas, ja, versucht da irgendwie mir ein Einkommen aufzubauen, was aber nicht wirklich einfach ist. Mit Airbnb wäre es dann vielleicht schon viel einfacher zu sagen, okay, ich werde einfach Co-Host und bin halt in Bali oder so und helfe halt einfach den deutschen Touristen oder generell den Touristen, die ankommen da, die Ich Immobilien meine, irgendwie versuch zu mal machen. als kompletter Newbie, versuch da mal überhaupt so mit Copywriting oder sowas, wenn dich noch keiner kennt, 800 Euro im Monat zu verdienen beispielsweise, ne? Und mit Airbnb und das noch ohne zu hosten, ist sowas zum Beispiel auch schon möglich, ne? Hosting ist natürlich dann schon so irgendwie das, was man anstreben sollte. Aber wie du schon sagst, ne? Das, auf den Philippinen zum Beispiel oder gerade eben in diesen Ländern in Südostasien, in Lateinamerika, was man da
an Miete zahlt und was die Leute, die dorthin fahren in Urlaub, tatsächlich bereit sind, an Miete zu zahlen. Das ist halt eine riesengroße Diskrepanz und das kann man sich natürlich selbst gut zunutze machen. Ja, das ist echt krass. Was halt auch noch für voll viele Leute mega interessant ist jetzt, wie sieht's aus, wenn ich, du hast gerade gesagt, okay, man kann Co-Hosts anlegen, die dann zum Beispiel jetzt die Tür öffnen oder die so das Mailing übernehmen, wie auch immer, gegen prozentualen Ansatz. Aber wie sieht's aus mit einer Putzfrau oder wie mache ich das mit der Schlüsselübergabe, wenn ich jetzt keinen Co-Host habe oder wie auch immer? Also gibt es da Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben oder schon gibt es über Airbnb da eine Lösung für direkt? Also ja, also es gibt zum einen, also jetzt abgesehen von den Co-Hosts, gibt es mittlerweile auch Agenturen, die zum Beispiel alles für einen regeln. Die nehmen aber in der Regel halt ein bisschen mehr. Die nehmen dann in der Regel so bis zu einem Viertel des Gewinns. Man hat aber eben verschiedenste Möglichkeiten. Zum Beispiel für die Schlüsselübergabe. In meinem Fall jetzt in Thailand zum Beispiel, mein Apartment ist ein Service-Apartment, sprich da ist eben auch ein Pförtner, der dann zum Beispiel Schlüsselübergabe und sowas für mich regelt. Aber das ist natürlich nicht der Normfall. Ne? In Deutschland zum Beispiel gibt es sowas fast gar nicht, aber selbst so in Australien oder in den Staaten oder sowas hat man ganz, ganz viele so von diesen gated Communities, ne? wo das dann quasi alles easy umsetzbar ist. Oder auch in Kolumbien, ne? In Medellin ist ganz krass, da hat ja fast jedes Haus einen Pförtner. Aber was man halt machen kann, wenn das nicht gegeben ist, es gibt halt verschiedenste Arten von sogenannten Smart Locks. Ja? Smart Locks sind quasi so kleine Boxen, da gibt man einen Code ein, dann klappt die sich auf und da ist dann halt der Schlüssel drin und dann müssen die Mieter den halt hinterher einfach wieder reintun. Das sind so die alten Smart Locks. Mittlerweile gibt es aber eben auch digitale Smart Locks, die zwar auch physische Schlösser sind, aber die kann man zum Beispiel an die Türklinke machen, muss noch nicht mal irgendwie bohren, ja? Die umgreifen die Türklinke so stark. Und dann sind die mit dem Internet verbunden und der Gast bekommt quasi den Zugangscode, den er dann eintippen muss, digital zugeschickt, ne, über die Airbnb-App oder per WhatsApp oder was auch immer er dann eben wählt. Und dann öffnet sich einfach die Tür und das Coole ist dabei bei den digitalen Locks, dass sich dann automatisch hinterher der Code nach Ende des Stays eben auch wieder aktualisiert, dass der Gast jetzt nicht irgendwie mit dem gleichen Code wieder reinspazieren könnte oder dass vielleicht irgendjemand, der so suspicious irgendwie so ein bisschen lawyert, was geben die da mal für einen Code ein oder sowas, sich dann halt Zugang verschaffen könnte. Deshalb, da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten dafür. Und es gibt zum Beispiel auch so Services in Deutschland und generell über ganz Europa verbreitet, aber auch Alternativen halt weltweit. In Deutschland heißt der Service Hotspot. Das ist quasi wie so eine Lizenz, die sich Kiosks zum Beispiel besorgen können, genauso wie so eine Hermes-Paketshop-Lizenz oder sowas, ne? Oder DHL oder sowas. Und was man da machen kann, ist quasi, dass man etwas im Kiosk hinterlegt. Das kann ein Schlüssel sein, das kann ein Handy sein, das kann alles Mögliche sein. Und dann bekommt man quasi als derjenige, der es dort abgibt, bekommt man halt einen bestimmten Code, einen Zahlencode. Und den teilt man dann quasi demjenigen mit, der das Hinterlegte abholen möchte, bekommt das dann ausgehändigt und kann es dann eben, wenn die Leute auschecken, eben auch einfach wieder dort hinterlegen. Und das kann man auch per App dann eben auch alles abrechnen, sodass die Person, die den Schlüssel dort wieder abgibt, jetzt nicht irgendwie noch was bezahlen müsste, weil das wäre dann halt auch wieder ein bisschen problematischer. Und dieser Service, der expandiert, also Hotspot ist nur einer von denen. Und die expandieren halt ziemlich krass in Europa momentan. Das zur Schlüsselübergabe, da gibt es eben diese Möglichkeiten. Was die Putzfrau anbelangt, du weißt selber, gerade jetzt so in Asien, da musst du wahrscheinlich einfach nur irgendjemanden fragen, hey, ich brauche eine Putzfrau für meine Bude und jeder kennt irgendwie direkt 20 Leute, die in Frage kommen. Ne? Deshalb international Putzfrauen so sexistisch, Reinigungskräfte zu bekommen, ist überhaupt kein Problem. Und selbst in Deutschland gibt es mittlerweile so Websites wie bookatiger.com oder properly.com oder sowas, wo man halt deutschlandweit nach Postleitzahl dann halt schauen kann, nach Reinigungskräften und diese dann eben auch anheuern kann, auch auf einzelner Auftragsbasis. Ne? Und natürlich kann man dann halt mit denen, wenn die jetzt zum Beispiel bei einem aufschlagen, kann man sagen, hör mal zu, ich vermiete das hier über Airbnb, das wird so und so regelmäßig sein, dass man dann halt über die Plattform hinaus irgendwie mit denen halt auch was aushandelt, was auch eben mehr in deren Interesse ist. Also grundsätzlich eine Reinigungskraft zu finden, ist eigentlich überhaupt kein Problem. Ja,
Ja, es gibt für alles Lösungen. Und es ist halt einfach wichtig, weil es sind einfach so die grundlegenden Fragen, dass man das halt mal so den Menschen so ein bisschen die Angst nimmt, weil da halt viele dann direkt sagen, oh ja, wie soll ich das organisieren? Und das mit den Smart Locks finde ich auch super interessant. Jetzt bei unserem Coin Summit, den wir veranstaltet hatten, hatte auch jemand bei Anwendungen über die Ethereum-Blockchain gesprochen. Und da gibt es auch mittlerweile Smart Locks. Da kann man Ethereum hinsenden und sobald halt, also die das jetzt nicht wissen, die hier zuschauen, Ethereum ist eine Kryptowährung. Und sobald halt diese Smart Lock dann ja, dieses Ethereum empfangen hat über die Blockchain, ja, über die Adresse, dann schaltet die sich frei. Also auch das ist mittlerweile möglich, dass man sogar über Kryptowährungen schon ja, so Smart Locks installieren kann. Finde ich total klasse. Bestimmt gibt es bald auch noch so eine Airbnb-ähnliche Plattform, wo man dann quasi die Reisen nur mit Kryptos bezahlt oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt schon eine, mir fällt gerade nur nicht der Name ein, aber ich denke, das wird alles nur, also letztendlich ist ja Airbnb, Uber und wie sie alle heißen, ist ja auch alles ein perfektes Anwendungsbeispiel für die Blockchain, ja, dass man halt ohne Mittelsmann, also ohne eine Firma wie Airbnb, das alles organisieren könnte. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, also es hat jetzt nichts mit Kryptos zu tun, aber was mir gerade noch eingefallen ist, man hat die Möglichkeit, sein Listing natürlich auch, also sein Listing bezeichnet quasi so ich kann es gar nicht mehr auf Deutsch ausdrücken. Also die Airbnb quasi, die Airbnb-Seite, das Inserat, Dankeschön. Das Inserat, das kann man zum Beispiel auch anlegen auf Booking.com, Expedia.com, Ferienwohnung.de, diese ganzen verschiedenen Portale, um halt eine maximale Sichtbarkeit und dementsprechend auch maximalen Umsatz zu haben. Und da gibt es eben auch Anwendungen, die den Kalender zwischen diesen Plattformen synchronisieren, sodass es dann zum Beispiel nicht zu Überschneidungen kommt. Ne? Also es ist eigentlich, wenn man jetzt nicht gerade wirklich am Arsch der Welt wohnt, wo kein Mensch hin möchte, und selbst kleine Orte buchen sich gut auf Airbnb. Ne? Es kommt auch immer darauf an, wie man sie präsentiert. Dann gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass es nicht läuft. Und unterm Strich hat man ja auch nichts zu verlieren. Man kann sowas ja auch testweise einfach mal anlaufen lassen. Aber ich habe zum Beispiel in der allerletzten Februarwoche gestartet und ich bin mittlerweile schon Superhost. Das ist quasi so ein Label, eine Auszeichnung auf Airbnb. So ein Status, der natürlich auch von Airbnb nochmal begünstigt, so gefördert wird, so im Ranking, und das sieht eben seriöser aus. Und die meisten Leute, die brauchen da halt irgendwie 6 Monate bis zu einem Jahr zu. Und ich habe das halt, nach 5 Wochen war ich dann halt schon Superhost, weil ich halt in den ersten 3 Monaten jetzt schon eine komplette Auslastung habe. Also komplette Auslastung heißt, im geringsten Monat hatte ich jetzt 85% Auslastung und die anderen beiden Monate darauf hatte ich dann eben über 90% Auslastung. Und wichtig ist zum Beispiel auch, dass man auf dem Schirm hat, dass es natürlich sowas wie eine Saisonalität gibt. Ne? Zum Beispiel jetzt in Chiang Mai ist es gerade so Burning Season, da ist die Luft nicht so gut, da kommen die Leute nicht so in den gleichen Maßen hin wie jetzt sonst über den Rest des Jahres, aber ich habe halt trotzdem eine volle Auslastung. Und dass man da halt quasi Preise eben auch so ein bisschen anpasst. Denn das machen Hotels ja beispielsweise auch. Wenn jetzt irgendwelche Konferenzen stattfinden oder dergleichen, dann gehen die Hotelpreise nach oben. Und es gibt da eben auch tatsächlich Tools für, die du anbinden kannst an ein Airbnb-Listing, die sich die Entwicklung der Hotelpreise ansehen und was für Veranstaltungen stattfinden und dementsprechend für dich so ein Smart Pricing eben vornehmen, weil du, wenn du sowas nicht nutzt, übers Jahr gesehen oder aufs Jahr gesehen schnell mal halt ein paar tausend Euro liegen lassen kannst. Also es gibt echt unglaublich viele Tools. Es gibt noch so viel mehr. Das ist so geil. Also es macht jetzt ja schon richtig Spaß. Ich überlege gerade schon, wo ich überall mir meine Basen aufbauen werde. Ja, also auf Philippinen wird es auf jeden Fall eine geben. In Ungarn durch die Dora, ja, meine Freundin. In Budapest, denke ich, wird es sehr gut funktionieren. Und Georgien, Tbilisi, hätte ich auch voll Bock drauf, da sowas zu machen. Also mir fallen schon so die ersten Standorte ein, wo wir halt auch öfter sind und wo ich mir vorstellen könnte, auch was langfristig zu mieten oder auch Malaysia. Weil da zum Beispiel Malaysia, ist halt auch für Leute, die jetzt hier zuschauen, vielleicht ein Tipp, kann man so ganze Kondos mieten, die sind hochmodern, teilweise sogar mit Kino. Also das ist ja nicht das eigene Kino, aber man hat dann halt so ein Shared-Kino mit allen Anwohnern, ja, oder halt riesengroße Poollandschaften. Und es ist teilweise, ja, es ist total bezahlbar, auch in Kuala Lumpur oder so, in den großen Städten. Und viele Leute, das hat natürlich eine riesen Auslastung letztendlich dann auch über Airbnb, ja, weil halt viele dorthin gehen.
Und wenn man dann da so eine Wohnung hat, ist ja richtig geil. Ja? Also wenn ich dann irgendwie sagen kann, ich habe meine Allein Wohnung schon die hier, dann ganzen abatme Leute, ich meine die Wohnung überall Kuala aus Lumpur, Asien immer zum Kuala Lumpur. Visa-Run nach Kuala Lumpur fahren, ne? Das ist ja schon eine riesengroße Menge an Leuten, die dann für eine Nacht oder zwei in Kuala Lumpur irgendwas suchen, einfach nur, weil sie einen Visa-Run machen müssen. Ja, genau. Also ich denke, da hat man mehr als genug Nachfrage. Aber ich habe jetzt gerade auch schon von bei dir rausgehört, was sie das ist da, was weiß ich, hunderte Tools gibt, ja, und es wirklich halt auch wichtig ist, dass man da smarte Tools nutzt, um das Business halt auch richtig zu skalieren, dass man das meiste rausholt. Und ja, wie sieht es da bei dir aus? Ich glaube, du bereitest gerade einen Videokurs vor, vielleicht kannst du da mal erklären, was das alles beinhalten wird und stellst du da solche Tools dann auch vor? Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt die letzten Monate halt intensiv daran gearbeitet, einen Kurs zusammenzustellen, in dem ich halt auf die einzelnen Schritte wirklich komplett eingehe. Also ich habe quasi anhand eines Apartments so eine Case Study aufgebaut, wo ich wirklich vom Unterschreiben des Mietvertrags über die komplett leere Wohnung, wie ich das Ganze einrichte, welche Tools ich nutze, wie man das alles aufsetzt. Also wirklich so ein A-Z-Guide, wo ich da auch ganz transparent die Zahlen zeige, so aus dem Backend und dergleichen, dass die Leute halt einen Eindruck davon bekommen, dass es wirklich keine Quantenphysik ist, ja, dass sich das wirklich sehr, sehr einfach umsetzen lässt. Der ist jetzt gerade noch in Mache, also ist fast fertig, soll zum 1. Mai launchen, wenn alles glatt geht, ist verdammt viel Arbeit. Aber ich veranstalte am 26., ja, am 26.04. um 19 Uhr deutscher Zeit mache ich ein kostenloses Webinar, wo ich ein bisschen mehr so in die Thematik eingehe und den Leuten eben auch am Screen so ein paar Sachen zeige und sowas. Also für alle, für die das interessant klingt, die können dann halt sich zu diesem Webinar anmelden und da dann eben zuschauen. Da werden wir dann so eine Stunde, anderthalb Stunden ein bisschen tiefgehender über die ganze Thematik quatschen. Und wie gesagt, im Kurs geht es dann eben auch um all diese verschiedenen Tools, sowie wie man das eben auch international gestalten kann und dergleichen. Natürlich kann ich jetzt keine Rechtsauskünfte jetzt geben für allerlei Länder, weil die eben von Land zu Land unterschiedlich sind und das auch eben auch auf dem Schirm zu haben permanent ist natürlich eine riesengroße Herausforderung. Deshalb möchte ich mich da jetzt nicht irgendwie zum Berater machen in der Hinsicht. Fakt ist, egal ob man sie in Deutschland gründet, in Deutschland Airbnb macht oder in irgendeinem anderen Land, man muss sich mit den Gegebenheiten natürlich auseinandersetzen. Aber es gibt auch für alles immer eine Lösung, ne? Und deshalb da ist es mir halt auch wichtig, den Leuten ein paar dieser Lösungen aufzuzeigen, zum Beispiel wie ich es gemacht habe. Da einfach so vielen Leuten wie möglich einfach zu zeigen, dass das ein ziemlich, ziemlich geiles Modell ist, das relativ schnell ohne viel Vorarbeit. Also ich habe zum Beispiel die Wohnung, die ich in Chiang Mai habe, ich habe innerhalb von 2 Wochen diese eingerichtet. Also nach von der Unterzeichnung des Mietvertrages, bis ich meine ersten Gäste hatte, hat es nur 3 Wochen gedauert. Ne? Und das ist absolut machbar. Und deshalb möchte ich den Leuten einfach zeigen, dass es ein simples Konzept ist, weil Immobilien ein spannendes Geschäftsmodell sind und es eben nicht mehr so altbehaftet mit viel Kapital und viel Arbeitsaufwand und so durchzuführen ist und das Ganze eben auch viel, viel cooler geht. Ja, ich denke, jetzt abschließend können wir noch mal kurz darauf eingehen, was halt auch für voll viele Zuschauer jetzt hier interessant ist. Was hast du so, jetzt einfach nur mal so, dass die Menschen eine Vorstellung von haben, was zahlst du in Chiang Mai ungefähr für die Miete und was musstest du für einen Eurobetrag ungefähr aufwenden jetzt am Anfang, um die Wohnung mal voll einzurichten? Und bis jetzt, du hast gesagt, du hast jetzt schon ein paar Wochen laufen, wie viel Rendite ist bis jetzt so da rausgesprungen oder wenn du das hochrechnest, wie viel Rendite wirft das dann ungefähr ab? Ja, also das Apartment, das kostet mich 10.000 Baht, das sind so 260 Euro. Also man muss dazu sagen, Chiang Mai ist ein sehr, sehr kostengünstiger Immobilienmarkt. Deshalb ist es eben auch super cool, um da so sehr, sehr günstig zu starten. Aber das gilt halt jetzt nicht nur für Chiang Mai, sondern also grundsätzlich fast alles, was außerhalb Europas oder Nordamerikas ist, eignet sich dafür. Ich habe 1.800 Euro nur reingesteckt. Jetzt so an Deko und Möbeln und dergleichen. Muss dazu sagen, die Wohnung war schon grundrenoviert. Das wäre natürlich auch ideal, ne, dass man da nicht ganz so viel Zeitaufwand hat. Sie war einfach nur renoviert. Und dann musste ich sie einfach nur ja, ausstatten und dergleichen. Hab so Sachen gekauft wie ein Smart TV, wo ich dann sagen kann, inklusive Netflix und sowas. Ne? Das macht dann halt für die Leute den Unterschied, ob die am Ende des Tages deine Bude mieten oder die eines anderen. Wenn die wissen, dass sie den ganzen Tag durch die Stadt rennen, können sie abends halt auf der Couch noch ein bisschen Netflix gucken und sowas, ne? Einen schönen Kühlschrank gekauft und dergleichen, eine Schlafcouch, die dann eben zum Beispiel einen zusätzlichen Schlafplatz ausmacht und sowas.
Also ich habe quasi 260 Euro Mietkosten, kommen noch ein bisschen Nebenkosten hinzu, dass es dann in etwa so 300 Euro im Monat sind, so Strom und Wasser sind halt in Thailand auch mega günstig. Und nehme im Schnitt jetzt ein. Und die Preise habe ich jetzt die ersten Monate halt auch sehr gering gehalten, um halt erstmal Buchungen zu generieren. Habe in den ersten 3 Monaten im Schnitt über 340 Euro verdient. Über 740 Euro verdient. Also quasi knapp 300 ausgegeben. Und es waren halt immer so 400 bis 500 Euro pro Monat, die dann halt hängen geblieben sind. Und das Ganze kann man ja eben auch super gut weiterspinnen, so den Gedanken, wenn ich jetzt 2 Apartments habe und 3 Apartments und dann vielleicht auch ein bisschen größer und nicht unbedingt in Chiang Mai. Ne? Also Chiang Mai ist jetzt eben wirklich nicht so lukrativ. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch gerade schon an der 2. Wohnung dran und möchte das Ganze eben ganz, ganz groß skalieren. Und ja, macht auf jeden Fall Freude. Ja, hört sich ziemlich geil an. Also auch da die Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist auf jeden Fall da. Das hört man ja auch. Und es sind mir noch ein paar Fragen eingefallen, deswegen ist es noch kurz zum Schluss einmal kurz darüber reden. Was machst du beim Thema Mietnomaden oder wenn es gibt, also man hört es ja vielleicht manchmal, dass halt irgendwelche Leute kommen und die zerstören irgendwas oder hast du da schon mal irgendwas von gehört oder erfahren? Also kann man sich da irgendwie vielleicht auch schützen? Gehört schon, erfahren nicht. Du hast die Möglichkeit bei Airbnb zum Beispiel nur Leute in, also dein Apartment buchen zu lassen, die bei Airbnb schon verifiziert sind. Sprich halt so mit ID und sonst was. Und du kannst quasi deren bisherigen Reviews, du bekommst ja auch quasi als Gast, bekommst du ja auch Bewertungen. Ne? Und da kannst du dann zum Beispiel, wenn in den Bewertungen irgendwas hervorgeht, dass Leute irgendwie ja, ein Chaos hinterlassen haben oder sonst was, dann kannst du eben auch den Stay canceln, ne, im Vorfeld, und hast da eben nichts zu befürchten. Wenn du jetzt grundlos zum Beispiel Buchungen immer cancelst, dann ist es halt schlecht. Das mag Airbnb natürlich nicht, weil es eben unzuverlässig ist. Und da hängt natürlich auch für die potenziellen Gäste viel dran. Die buchen den Flug entsprechend und sonst was alles. Aber wenn jetzt halt in deinem Apartment mal wieder erwarten, irgendwas kaputt gehen sollte, dann bist du von Seiten Airbnbs bis zu einem Wert von 1 Million Dollar, das sind etwa 800.000 Euro, versichert. Und dementsprechend, also ich habe persönlich noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Natürlich kann mal irgendwie ein Glas versehentlich zu Bruch gehen. Ne? Aber es ist unwahrscheinlich, dass die meisten da jetzt irgendwie, wenn mal was passiert, mit Vorsatz da herangehen. Und ich kenne eben auch andere Airbnb-Hosts und in der Regel ist es halt auch so, dass wenn was kaputt geht, dass es selbstverständlich ist, dass die Leute dann eben auch selber noch dafür aufkommen. Ne? Da muss man gar nicht erst irgendwas bei Airbnb eröffnen oder sowas. Ich hatte das mit einer Freundin, die ist in Medellin in einem Apartment, in dem wir waren, ist die in eine Glasschiebetür gelaufen, weil sie nicht gesehen hat. Sie war wohl so gut geputzt. Und ihr ist nichts passiert. Sie hatte nur so einen ganz kleinen Cut am Fuß. Und dann musste sie halt für die Tür bezahlen. Ne? Klar, ist irgendwie ein No-Brainer, dass sowas dann gemacht werden sollte. Aber theoretisch hätte man das eben auch an Airbnb melden können. Und dann wäre das Ganze natürlich erstmal in Bearbeitung gegangen. Deshalb ist es schöner, wenn man das halt immer persönlich regeln kann. Ja, nee, aber es ist immer wichtig, dass wir das nochmal ansprechen, dass man halt über die Bewertungen und so weiter, also selbst schon mal einen Check vornehmen kann und notfalls die Leute halt erst gar nicht reinlässt in die Wohnung, weil ich denke, das ist wieder eine große Angst von vielen, die sagen, ja, das mache ich nicht, weil letztendlich wird mir wieder alles zerstört oder so. Gibt es ja immer wieder Leute, die sich irgendwelche Sachen dann halt, Gründe finden und das ist, denke ich, auch eine große Angst von vielen Leuten, die jetzt sagen, ja, wie mache ich das, wie kann ich das managen, dass halt ich da irgendwie auch abgesichert bin als Vermieter. Und zum anderen, jetzt zum Abschluss will ich noch gerne von dir so die wichtigsten Bullet Points oder die wichtigsten Punkte von dir erfahren, die du selbst nutzt. Also was machst du, wenn du Immobilien suchst? Was sind für dich die wichtigsten Punkte? Du hast gerade zum Beispiel gesagt, dass es vielleicht ein Pförtner ist oder was weiß ich, dass es schon mal voreingerichtet ist. Also was sind so für dich so die, weiß ich nicht, die sind irgendwie 5 Punkte oder so auf, die für dich wirklich wichtig sind, die du auf jeden Fall für so eine Wohnung dabei haben willst, wenn du was mietest? Ja, also zum einen nutze ich halt verschiedene Analyse-Tools, die mir dann zum Beispiel zeigen, also wenn ich jetzt eine gewisse Stadt im Sinn habe, dann kann ich mir halt vorher schon ausrechnen lassen, wie lukrativ das A sein kann, B, in welchem Stadtteil mache ich das am besten und C, welche Art Unterkunft, gesamte Unterkunft oder nur Privatzimmer oder sonst was, funktioniert da am besten und wie ist da der Mietdurchschnitt in diesem speziellen Viertel und sowas, dass ich eben auch weiß, wie ich mich gut positionieren kann. Ja, deshalb, das Erste, das Essentielle ist natürlich eine entsprechende Recherche und welche Tools ich da dafür eben nutze, das behandle ich eben auch in dem Kurs extensiv.
Dann idealerweise halt ein Apartment, das eben schon zumindest irgendwie grundrenoviert ist, das eine gute Lage hat. Lage ist unglaublich wichtig. Es ist nicht schlimm, wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel ein bisschen vom Flughafen weg ist, aber wenn zumindest noch ein bisschen was drumherum ist oder wenn es jetzt vielleicht auf dem Roller jetzt, also weil in Chiang Mai, ne, Roller, Asien, 5 Minuten zum Hipster-Szene sonst was Viertel ist, dann ist es völlig im Rahmen. Ne? Aber ich denke, wenn man jetzt beispielsweise so total remote, so etwas richtig Landschaftliches haben möchte, dann muss man da eben andere Dinge in den Fokus stellen, ne? Weil man eben eine andere Zielgruppe erreicht. Also dritter Punkt, Zielgruppe definieren. Ja? Das ist genauso wichtig bei einem Blog, bei einem YouTube-Channel, bei einem Business mit physischen Gütern. Wer ist deine Zielgruppe? Willst du Familien beherbergen, die jetzt beispielsweise so auf Natururlaub stehen, oder hast du nur Businessreisen und sowas? Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Dann natürlich eine ganz klare Einrichtungsstrategie, sag ich mal. Denn basierend auf deiner Zielgruppe brauchst du natürlich auch eine entsprechende Einrichtung. Wenn es jetzt Familien sein sollen, die jetzt irgendwie mit Kleinkindern unterwegs sind, dann brauchst du vielleicht noch irgendwie ein Babybett und sowas. Ne? Businessreisende, die brauchen vielleicht ein Bügelbrett und ein Bügeleisen, um ihr Hemd nochmal schnell zu bügeln oder sowas. Ne? Dass man da halt wirklich ganz klar weiß, wen man da eigentlich bedienen möchte. Und dann auf jeden Fall viel, viel Konkurrenzvergleich. Ne? Airbnb ist perfekt, um die Plattform eben auch in der Hinsicht zu nutzen. Was machen die Leute, die jetzt, nachdem ich recherchiert habe, in welches Viertel ich möchte? Dann gucke ich mir halt, man hat ja bei Airbnb hat man ja rechts diese Google Maps Integration, wo man dann eben auch schauen kann in diesen Neighborhoods und dann dort eben schaut wirklich, wie machen die es? Was machen sie gut? Was machen sie schlecht? Ich gucke mir die ganzen Bewertungen an, deren Beschreibung. Was erwähnen die alles? Was scheint erwähnenswert zu sein? Sind die Superhost? Sind die nicht Superhost? Deshalb, das ist eigentlich alles kostenloses Recherchematerial für einen, ne? Dass man da halt wirklich ideal aufgestellt ist. Und bevor ich dann jetzt zum Beispiel überstürze, wenn ich jetzt grundsätzlich ein bisschen skeptisch bin, ob das ein Modell für mich ist, würde ich halt wirklich so ein Dummy-Listing aufbauen. Ja? Ein paar nette Bilder von der eigenen Bude oder Bilder im Stil der Wohnung, wie ich sie etwa einrichten würde. Kann man ja so Free-Stock-Fotografie-Seiten nehmen wie Unsplash oder sonst was. Ja? Packt man einfach aufs Listing, schreibt ein bisschen was runter und schaut einfach, ob Buchungen kommen. Ne? Und die kann man ja trotzdem, ich habe hier einen fetten Käfer neben meinem Kopf, so, die kann man ja trotzdem dann einfach ablehnen, weil man eben diese Bude eigentlich gar nicht hat. Aber einfach nur so zum Validieren, kommen Buchungen rein oder nicht. Ne? Aber wie man das Listing eben aufsetzt, das ist natürlich auch nochmal so ein bisschen mehr Arbeit, da gibt es eben viel mehr Details zu verfolgen. Aber grundsätzlich so, das wäre das Wichtigste so fürs Setup. Ja, und wenn man dann eben in die Praxis kommt, dann kommen eben auch mal ganz andere Sachen ins Spiel. Ja, naja, richtig smart, dass du halt auch da gesagt hast, dass man einfach mal so testen soll, ob das überhaupt gebucht wird. Ja, genauso wie man ja digitale Produkte vorab mal testen sollte, ob die überhaupt gekauft werden. Ja, finde ich total cool, dass man das halt auch auf Immobilien überträgt. Und du hast gerade gesagt, es gibt noch viel mehr und dafür gibt es ja dann auch deinen Videokurs, den du als Zuschauer jetzt auch unter diesem Video findest du einen Link. Dann findest du den Link zu dem Videokurs von Basti. Ja. Webinar erst. Zum Webinar, genau. Erst damit du nochmal lernst, wie es genau funktioniert, zum Webinar und dann zum Produkt. Jo, genau. Nee, war richtig cool, mit dir hier zu sprechen. War echt, also ich habe jetzt auch total viele Ideen und werde auf jeden Fall, denke ich, auch in dieses Immobilienbusiness einsteigen, ja. Weil bis jetzt hat es halt immer so ein bisschen auch daran gescheitert, dass man sagt, okay, ich will mir nicht unbedingt eine Homebase aufbauen, weil man halt immer ja, laufende Kosten halt jeden Monat, ja. Und wenn ich dann halt irgendwie 10 Monate im Jahr woanders bin und dann 2 Monate vielleicht mal in Chiang Mai, und ich muss halt 10 Monate immer Miete bezahlen, ist es halt blöd, da halt eine Wohnung festzumieten. Ja. Und mit dieser Lösung ist es jetzt halt möglich, einfach Wohnungen zu haben und die halt weiter zu vermieten, damit sogar noch ein Einkommen zu generieren, seinen Lifestyle zu finanzieren. Und was ich auch cool finde, dass es halt eben nicht nur für ortsunabhängige Unternehmer ist, ein Konzept, sondern halt wirklich für jeden. Ja. Also auch selbst wenn du sagst, ich lebe noch fest in Deutschland, Österreich, Schweiz, hey, mach das doch, ja. Fang doch an, Immobilien zu vermieten, finde ich voll cool. Also, ja. Es gibt ja unglaublich viele Leute, die auf Weltreise gehen und dann sagen, okay, die lösen zu Hause alles auf und haben dann halt ein bisschen was Erspartes von dem, was sie zu Hause alles losgeworden sind. Wohingegen, wenn die einfach das ganze Ding
andersrum denken, stattdessen ihre Wohnung so Airbnb-ready machen und die eben vermieten, während sie unterwegs sind, zahlt die Wohnung quasi sogar noch für die Weltreise ein Stück weit, ne? Sodass diese eben auch nicht so kurz ausfallen muss. Das ist nochmal ein Ansatz, den man eben auch, den ich auch nochmal in den Raum werfen wollte. Ja, ziemlich cool. Ja. Auch das wird da so, und da habe ich auch jetzt gerade gar nicht dran gedacht. Ja, stimmt. Könnte man auch einfach die Wohnung behalten, ja, letztendlich langfristig untervermieten über Airbnb so gesehen. Und ja, geile Sache, geile Konzept. Bastian, vielen Dank, dass du heute hier warst. Hat echt Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute. Ne? Danke fürs Zuschauen. Ja. Ciao, ciao.